tatsächlich leichter, als wir es gespielt haben. Da habt ihr nicht den Deckel drum gemacht. Ja, ich. Hätten wir auch nicht. Aber da stand der Name. Da sind, ach so, dann. Nee, das ist abgebildet, welche Farbe was macht. Ah, ja. Weißt du, wo die. Die Papiertüte? Hier. Hi, ich frage immer, wer heißt denn die Lodge willkommen und dann mach's am Ende ich. Herzlich willkommen im Freispiel, herzlich willkommen zu den Herbstneuheiten 2020, die uns gut gefallen haben. Diesmal Kinderspiele, da haben wir gar nicht so viele wie in den anderen Videos dabei. Aber vier, die uns richtig gut gefallen haben, sind ja alle aufgebaut und wir zeigen euch die kurz. Den Anfang macht Lena. Los geht's. Traumfänger. Genau, mit Albträumen ist nicht zu spaßen, das weiß jeder und... Was hilft am besten gegen Albträume? Die eigenen Kuscheltiere. Hier dargestellt durch diese runden Kappen. Und in der Mitte des Spieltischs liegt ein Stapel voller... Liegt ein Stapel voller grässlicher Kreaturen, die in Albträumen eben vorkommen können. Wir sind jetzt alle gefragt, möglichst schnell das Kuscheltier zu nehmen, bei dem wir denken, es kann den gesamten Albtraum überdecken. I did it already. Sie sind unterschiedlich groß. Und derjenige, der das größte Kuscheltier gewählt hat, darf als, ist das richtig? Ja, darf als erstes gucken, ob wirklich alles überdeckt wird. Dafür legt man das Kuscheltier auf die Karte und guckt, ob noch irgendwo ein Fetzel rausguckt oder eben nicht. Musst du, glaube ich, anders hinhalten. Ha! So, mein Panda schafft es auch, den Albtraum komplett zu überdecken. Dann gucken wir mal bei Isa, die hat schon ein etwas kleineres genommen, ob das immer noch passt. Ja! Sehr gut, Isa. Mein Häschen schafft es auch. So, und gucken wir mal mit meinem Pummel-Einhorn. Das ist nämlich winzig, aber pummelig. Ja. Ist sogar mir gelungen. Bei dem ist es gelungen. Das ist sehr gut. Die Kuscheltiere kommen daraufhin wieder zurück in den Kreis. Die Albtraumkarte wird abgeworfen. Und nun darf jeder, der es geschafft hat, aus dem Kissen hier einen Teil seines Traums rausziehen. Oder, wenn mehr als ein Stern abgebildet sind, zwei, drei oder sogar in Thomas' Fall vier. Das heißt, mein Panda hat zwei. Ich darf zwei rausziehen. Kommen vier wegen meines Einhorns. Das ist übrigens super toll. Das ist ein Kissen. Also das sieht nicht nur aus wie ein Kissen. Das ist auch ein Kissen, also da ist irgendwie Polster drin, ne? Ja. Warte, ja, das ist richtig toll. Also ich glaube, Kinder. Spoiler-Alarm, wir haben keins von denen mit Kindern gespielt. Mit Spielkindern. Aber ich glaube, Kinder, ja. Kinder haben nochmal viel mehr. Gruß an Roskoten in Duisburg. Die haben so Buttons, Born to be Child steht da drauf. Genau. Genau, jetzt habe ich hier vier Dinger und damit erzähle ich meinen Traum, ne? Genau, jeder von uns hat hier seine Traumwolke vor sich liegen mit verschiedenen Vertiefungen. Und jedes der Teile, das ich bekommen habe, setze ich da ein und erzähle auch meinen Traum dazu. Genau, also das, genau, das ist auch so eine, hören wir öfter von Lehrern und auch Eltern, die nach Kinderspielen fragen, Sachen, die einen Sprechanlass bieten. So. Und das macht das irgendwie auf eine sehr süße Art und Weise, ne? Genau, ja. Ich habe hier so eine kleine Hexe, ich habe hier einen, ich glaube, Schokoapfel oder sowas. Da hinten ist so ein Pferdchen von einem Karussell, ein fliegender Teppich. Oh, schon sehr cool. Eine Rakete! Ja. Genau, sehr cool. Da kannst du jetzt einen tollen Traum draus erzählen. Ich finde auch Material wirklich gut, also auch für kleine Kinderhände geeignet. Es fühlt sich nicht an, als würde es nach dem zweiten Mal kaputt sein. Ja, und das hatte eine langsame Variante. Genau, das hat eine langsame Variante, wo man Reihe umpickt für Vierjährige und eben dieses schnelle, wir greifen so schnell wir können, das ist dann halt für 5-6-jährige Kinder gedacht. Ja, rundum schön. Ja. Ja. Und ohne Memory. Endlich mal ein Kinderspiel ohne Memory. Ja, das ist ja schon, also. Mega Memory-lastig, dieser ganze Bereich Kinderspiele. Also wir haben ja jetzt noch zwei dabei, die Memory-driven sind. Aber immerhin noch zwei ohne Memory. So, schon die Schachtel zurück.
Er macht weiter. Der so doof fragt, wir räumen gerade noch auf. Das ist klar. Dann mache ich immer weiter. Kann euch den Titel jetzt gar nicht zeigen, weil der auf der Schachtel ist. Und das hier ist die Schachtel und der Titel ist hier unten. Das Spiel heißt Keine Gnade für die Monster und ist von Helvetik. Die mögen wir ja eh gerne. Ne? Bandido, Bandida, Dealmaker, Omerta und so weiter. Die machen ungewöhnliche Spiele. Genau, bei Keine Gnade für die Monster, ich glaube thematisch ist das so, die Eltern sind nicht da, ne? Wir sind zu Hause und jetzt kommen Monster ins Haus. Und eigentlich, ich glaube, eigentlich existieren die Monster gar nicht. Das ist eine Ausrede dafür, dass wir das Haus verwüstet haben. Aber das überlasse ich jedem, das selber zu interpretieren. Also die Eltern sind nicht da, das ist unser Haus hier. Und da seht ihr schon, die bilden hier so eine Schlange. Corona kommt, ich mache hier mal 1,50 Meter Distanz zwischen die Monster, dass die Corona-konform sich anstehen, um in unser Haus einzudringen. Und unser Ziel ist es, die Monster aus dem Haus zu vertreiben, bevor alle es reingeschafft haben. Also wenn wir den letzten Raum aufgedeckt haben, dann müssen wir es auch da schaffen, die letzten Monster zu besiegen, sonst haben wir verloren. Und das machen wir, indem wir, wenn wir am Zug sind, wir sind rein und dran, wir spielen kooperativ, werfen wir den Würfel. Das ist schon der Variantenwürfel. Das ist der Variantenwürfel. Der andere Würfel. Den ich verstehe. Ah, guck mal. Ja. Wir haben, glaube ich, mit dir noch nicht Experte gespielt. Nee, Experte verstehe ich nicht. Erklären die beiden gleich. Ich werfe den lila Würfel. Der gibt mir eine Handlung vor. Jetzt ist hier zum Beispiel so ein Augenlid drauf. Das bedeutet, ich muss ein Auge schließen bei meiner Tätigkeit. Und meine Tätigkeit ist nämlich, ich nehme hier von diesen Plättchen, die wir memoryartig aufdecken, nehme ich so ein Ding, deck das auf und da könnten zum Beispiel, jetzt muss ich hier schummeln, so, da sind unter Umständen Socken. Wenn da Socken drin sind, die in dem aktuellen Raum grafisch dargestellt sind, hier liegt nämlich diese lila Socke, die ich gerade aufgedeckt habe, dann habe ich, nach welchem Fehlwurf hätte, dürfte ich nochmal. Oder da sind andere Dinge, in meinem Fall jetzt der Wassereimer, den machen wir natürlich über die Tür und somit muss ich von oben werfen. Ne? Genau. Unser Ziel ist es, wir haben hier zwei Monster drin, ist es theoretisch die mit den Plättchen, das wir aufgedeckt haben, zu bewerfen und die sollen umfallen. Und jetzt habe ich aber eben in meinem Spielzug, muss ich ein Auge schließen und mit dem Wassereimer von oben angreifen. Ja. Fast. Fast. Jetzt musst du sagen, fast hast du toll gemacht, Thomas. Hast du sehr gut gemacht. Du hast dein Bestes gegeben. Ja, vielen Dank. Genau. Und wenn wir es dann geschafft haben, alle Monster umzuschmeißen, dann gehen wir ins nächste Zimmer. Nehmen wir das mal schnell raus. Decken hier das nächste Zimmer auf. Richten das her. Unter Umständen kommen, ich glaube auch über den Würfel, ne, kommen die Objekte rein. Das ist dann der Expertenwürfel. Das ist dann der Expertenwürfel. Und erklär mal, wie kommen denn hier Kaktus und... drei Umzugskisten voller Pfandflaschen. Genau, also beim Aufbau des jeweiligen Raums, wenn wir auch die Monster platzieren, würfeln wir zu den orangen Würfel. Der hat auf 5 Seiten ein Quadrat mit einem Punkt innen drin und auf einer Seite ein Kleeblatt. Beim Kleeblatt passiert nichts, da haben wir Glück gehabt. Wenn wir eine der anderen 5 Seiten würfeln, müssen wir einen der zerbrechlichen Gegenstände zudem irgendwo im Raum platzieren. Der darf nicht kaputt gehen und wir müssen trotzdem auf die gleiche Art und Weise versuchen, die Monster zu besiegen. Das war echt schlecht. Ich kriege hier nicht umgehauen. Auch für Erwachsene anspruchsvoll. Ja. Ich fand das auch nicht so leicht. Ja. Genau, und ich habe gesagt Memory, ne? Jetzt schmeiße ich ja das Plättchen da rein. Memory ist deswegen, weil es Plättchen gibt, da sind Monster abgebildet, die stellen ein neues Monster in das Zimmer. Und das decken wir wieder um und legen es wieder in die Auslage rein. Also dann sollten wir uns dann merken, wo das Monster liegt. Ja. Genau, für alle, die ein bisschen Spaß auch an der Geschichte haben, zu jedem Monster gibt es natürlich Name, Alter und das Hobby auch erklärt. Das stimmt, ja, die haben so Hobbys, die damit zu tun haben. Können wir einen vorstellen? Ja. Oh ja, ich mach mal den mit der die kleine Blume vorliegt. Der mit der Blume? Der da. Das Plump-Monster. Alter 1,75 Jahre, Geburtsort im Tigergehege im Zoo. Besonderheit ist unglaublich tollpatschig, macht alles Mögliche kaputt. Gläser, Betten, Stühle, Hobby, kleine Blumen pflücken. Ja, genau, also das ist schon süß, mega süß, genau. Also jedes Monster hat irgendwie so eine kleine Story. So, und die, ich meine, die Geschichte ist eh gut. Die
die Eltern sind weg und die Monster kommen, weil ja die Eltern nicht auf uns aufpassen. Was hat das mit den Zahlen auf sich? Das habe ich mich bisher immer gefragt. In der Anleitung steht, die kommen in der Reihenfolge. Genau, welche Monster jetzt gerade kommen und das sind eben durchnummeriert. Okay, das ist aber ja am Ende einfach wurscht. Ne? Ich glaube, die kommen passend zu den Räumen so ein bisschen. Ah, okay. Mhm. Also es gibt den, der sich bürstet, der kommt im Badezimmer. Ja, makes sense. Okay. Ja, genau. Keine Gnade für die Monster von Heretic. Ich sag mal, Fitzek Killer Cruise für Kinder. Weil die Schachtel halt das Spielmaterial ist. Ja. So. Yeah. Also man baut das halt in der und mit der Schachtel auf. Ich baue das mal ab, damit jemand anderes ein anderes Spiel in die Mitte des Bildes schieben kann. Mach das denn? Also das würde ich dann oben drauf machen. Oh, schon wieder runde Plätzchen, was ist denn da los? Manche, ich scheitere so wie Basti beim. Nee. So, jetzt könnt ihr auch den Titel nochmal sehen. Ja, genau, und wir haben jetzt hier Dodo schon aufgebaut. Dodo spielen wir zusammen gegen das Spiel, genau wie bei Keine Gnade für die Monster. Und Story ist, wir sind auf dieser Insel und haben den letzten Dodo mit dem letzten Dodo-Ei gesehen. Und dummerweise fängt das Ei an zu rollen. Jetzt ist es genau falsch rum platziert, ich drehe mal. Glücklicherweise ist es super langsam. Man denkt immer, es bewegt sich noch. Es bewegt sich tatsächlich. Jetzt wird es, obwohl es so langsam ist, hektisch. Wir würfeln immer und versuchen dann, was auf dem Würfel abgebildet ist, umzudecken. Da ist so ein Brett drauf, Nägel, ein Blatt, ja, unterschiedliche Sachen und haben hier Aufträge. Auftrag 1 habe ich erfüllt, Nägel, wie auch immer, scheiße. Sagt man nicht. Wir fangen von vorne an. Genau, weniger reden, mehr spielen. Oh. Steck mal rein, wieder. Also, ich habe jetzt hier das Richtige aufgedeckt zu meinem Würfel. Platziere das, wenn meine alle Felder voll sind vom nächsten Brett, das ich anwenden kann, darf ich alle Plättchen hier in den Berg werfen und das hier platzieren und es geht weiter mit dem nächsten Steg. So arbeiten wir uns Stück für Stück vor. Wird hier drauf platziert. Wenn es das Richtige ist. Ansonsten wird es wieder zugedeckt. Und das ganze Memory, weil wir es eben immer wieder zudecken, das heißt, irgendwann weiß ich, wo was ist. So, haben wir hier schon eins von zwei. Die Kinder? Kinder sind Joker? Die Kinder sind Joker, die passen immer. Wenn wir jetzt in der normalen Variante spielen, reicht das schon. Spielen wir in der Profi-Variante, braucht jeder Totenkopf zwei. Aber weil wir reden, machen wir mal die normale Variante. Ja, das Einstecken ist auch schon super kompliziert. Ich krieg das hin. Ja. Check. Genau, das machen wir so lange, bis wir... Genau, mit jedem Steg wird es schwieriger, aber der Steg wird auch länger, das heißt, wir haben für das nächste Stegprojekt mehr Zeit. Haben wir alle Stege platziert, gibt es hier unten noch die letzte Aufgabe mit 6, beziehungsweise in der schweren Variante 8 Feldern, um das Boot herzuholen. Auf dem Boot ist so ein kleiner Platz mit einem Kissen ausgestattet, auf dem dann das Dodo-Ei sicher landen kann. Wenn wir das schaffen, bevor das Dodo-Ei irgendwo runterfällt, haben wir es gerettet und damit das Spiel gewonnen. Wenn wir das nicht schaffen, gibt es wenigstens ein Spiegelei. Also schade für den Dodo, natürlich. Ja, warum das letzte ist. Das ist übrigens das zweite Spiel mit Dodo, das ich gespielt habe dieses Jahr. Das dritte, sogar. Nee, wir haben Freebooters Fate, haben wir doch jetzt die Dodos da im Laden, dass man die Dodo-Jagd spielen kann. Aber Paleo. In Paleo gibt es eine Jagdkarte. Das ist der letzte Dodo. Oh. Ja, damit kann man seine Steinzeit-People super ernähren, aber dann war das halt für den Dodo. Wir beschleunigen mal. Ja. Wir wissen übrigens nicht, wie diese Kugel funktioniert, weil wir wollten kein Dodo aufmachen, um die Kugel aufzuschneiden. Wir haben keine Ahnung, wie wir das hingekriegt haben, dass das Ding so random sich bewegt.
Aber es ist super spannend. Also uns hat es tatsächlich einfach Spaß gemacht. Ne? Das, auch ohne Kinder. Ja. 10 Minuten. Ziemlich genau, so lange braucht das Ei da runter zu schullern. Ja. Fertig. Ja. Ja, richtig cool. Ja, cooles Spiel. Und faszinierendes Ei. Und dann kommen wir jetzt nochmal dazu, was ich ja immer sehr, sehr gerne mache, im Rollenspiel ja auch. Also Hashtag Lügen. Momentan spielen Elfen in dieser Rollenspielrunde. Aber meistens spiele ich gerne Zwerge und ich habe das jetzt hier gerne rausgeholt. Ich nehme euren Aufbau mal einmal kaputt. In Hau weg spielen wir nämlich Zwerge. Das reizt mich ja vom Thema schon mal sofort. Was ist das Thema? Wir sind Zwerge und wir sind so richtige Klischee-Zwerge. Die Zwerge sind unter Tage unterwegs und graben nach Edelsteinen. Und das machen sie in dem Spiel Hau weg von Haber vermittels eines Holzhammers, wie ihr ihn aus diesem Hammerspiel kennt, wo man so einen Häkel in den Kork greift. Und das machen wir, um unsere Loren zu füllen mit Edelsteinen. Die sind auf der Rückseite, das sind quasi Auftragskarten. Also wenn ich hier so eine Lore habe, die kann ich nach Hause fahren und damit quasi Punkte kassieren, wenn ich da einen blauen, einen grünen, einen gelben und einen roten Edelstein rein platziert habe. Und ich habe hier so halt so einen Stapel von Dingern und ich nehme an, Gewinner ist, wer zuerst alle Dinger fertig hat. Ne? Da gibt es keine Siegpunkte und nichts. Und das machen wir als Geschicklichkeitsspiel. Ne? Was ist das? Ah, das ist die Startspielerin. Das ist mein, ich bin der Startspieler. Genau. Cool. Farbenwürfel? Du solltest noch einen Auftrag aufdecken. Ah, du meinst diese Spezialgeschichten. Genau. Ja, ja, das ist da, genau. Genau. Also jetzt, ich bin am Zug und es ist immer ein Auftrag auch im Spiel, den können wir alle erfüllen. Sobald den irgendjemand erfüllt hat, kommt ein neuer ins Spiel. Was sagt der jetzt? Der sagt, du brauchst 2 von den schwarzen. Was sind das? Kohle wahrscheinlich? Wahrscheinlich Kohle. Das ist was, was man nicht haben will im Normalfall. Eigentlich nicht. Genau. So, jetzt bin ich am Zug und schmeiß den Würfel. Und der Würfel ist ein Farbwürfel, wie wir den kennen aus dem Obstgarten oder so immer. Und jetzt ist lila und lila gibt mir irgendeine Einschränkung beim in der Mine nach Edelsteinen graben. Ich weiß jetzt nicht genau, was lila ist, aber da gibt es so Sachen wie, ich muss es mit verbinden. Das machst du im Schlaf, da musst du... Mit geschlossenen Augen machen oder genau, im Schlaf muss ich meinen Kopf auf den Tisch legen oder ich darf meinen Daumen nicht benutzen oder was auch immer. Und was ich dann mache, ist, ich nehme den Hammer und hau gegen diese Schachtel. Das darf ich beliebig oft wiederholen, bis Edelsteine hier runterfallen. Aha. Jetzt sind da 2. Ist bei euch auch was runtergefallen? Nee. Jetzt sind 2 runtergefallen. Wichtig dabei ist, es dürfen maximal 8 runterfallen. Wenn es mehr sind, dann wacht der Drache auf und erschreckt uns. Dann ziehen wir unverrichtete Dinge von dannen und packen die Edelsteine wieder oben in die Mine. Und ansonsten, wenn es 8 oder weniger sind, oder weniger als 8, glaube ich, ne? Ab 8 ist vorbei, dann darf ich mir die Edelsteine nehmen, die runtergefallen sind, und auf meine aktuelle Lore legen. 8 ist noch okay. Okay. So sie denn farblich passen. Wenn ich jetzt noch ganz viele hätte, die farblich nicht passen würden, oder die Kohle, dann müsste ich auch die zurück in die Mine packen. Und dann ist Isa dran. Ich finde, blaust muss das mit verbundenen Augen. Okay. Das war jetzt nicht so. Das war einer und er war schwarz oder was. Aber kannst du ihn jetzt nicht auch. Musst du ihn? Ich brauche 2. Du brauchst tatsächlich 2. Ja, genau, und ich kann die schwarzen nicht speichern. Ja. Ich darf auch noch? Ja, aber falsch rum mit dem Hammer. Genau, also ich weiß nicht mehr welche Farbe, aber das fand ich tatsächlich das Schwierigste. Und zwar, wer braucht schon einen Hammer? Da muss man mit der. Wenn er einen Stock haben kann. Mit der anderen Seite des Hammers zu hauen. Mhm. Hau weg. Ne? So, probieren wir mal. Wow, 3. Das läuft schon viel besser. So, 3. Ich kann einen blauen auf meine Lore legen. Ich habe nur einen schwarzen, bringt mir nichts. Das heißt, die anderen beiden tue ich wieder zurück. Und sollte man es schaffen, diesen Auftrag hier zu erfüllen und 2 schwarze Steine hier drauf zu platzieren, kriegt man diese Karte und die ist nun ein Joker wert. Genau, noch sind hier die transparenten Steinchen oder eben die Karten sind Joker, die kann man dann für jede Farbe ausgeben, um die Lore zu füllen. Und mit dem Füllen der Lore decke ich die nächste auf. Und das Ziel ist eben, alle Loren voll zu kriegen. Ja. Ja, das ist das ganze Spiel.
Wir hatten sehr viel Spaß damit, ohne Kinder tatsächlich, aber wir hatten sehr viel Spaß. Absolut. Also ist definitiv auch eine Silvesterempfehlung, würde ich sagen. Wenn ein schwarzer Stein runterfällt, dann passieren Dinge, die mit kleinen Gläsern zu tun haben. Oder so. Aber genau, also für Kinder tatsächlich, also steht drauf 5 bis 99. Ich glaube tatsächlich, das hängt bei Kindern, ich meine, sie entwickeln sich ja alle mega unterschiedlich so, aber also ein motorisch fittes, vierjähriges Kind kann das auch gut machen. 5 ist wahrscheinlich schon eine realistische Angabe. Man kann den Würfel weglassen, ja, um es leichter zu machen. Wir haben ja jetzt schon die Expertenvariante vorgestellt. Genau, und das ist also dieses Ausprobieren, wie doll muss ich hauen und dann später auch zu gucken, ich brauche noch 3 Grüne und die liegen auf dieser Seite und sich dann zu überlegen, von wo haue ich jetzt, damit möglichst viele Grüne runterfallen, das stellt die Kinder, glaube ich, schon vor eine Herausforderung, die aber eben Spaß macht, weil Action am Tisch ist. Ja. Ja, so viel zu haben. Ja, hau weg. Richtig gutes Kinderspiel. Ebenso wie Traumfänger Doro. Ja. Kein Generalfilm, und haben uns alle einfach tatsächlich gut gefallen dieses Jahr. In diesem Sinne, ihr habt beide noch Termin. Ja. Machen wir es ganz schnell. Tschüss. Tschüss.